Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich was zum Snacken. Und das sind die Kichererbsen und die kann man schön, so richtig schön würzen, nach Geschmack natürlich, mal schärfer, mal vielleicht kräutiger oder Knoblauch mehr reinmachen und dann zum Snacken verwenden. Besser als die Chips oder Schokolade und sehr gesund. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich habe heute dir zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß und danach einen guten Appetit. Bleiben Sie gesund, liebe Freunde. Gestern abends habe ich die Kichererbsen in kaltem Wasser einweichen gestellt, über Nacht. Und jetzt früh sieht es so aus. Richtig schön sind die aufgequollen. Jetzt stellen wir die kochen. Gebe ich erstmal auf den Sieb und dann ins Töpfchen. Salz geben wir erstmal nicht. Das Salz muss mal bei Kichererbsen ungefähr so 5 Minuten vor Kochende dazu geben. Ich gebe gleich jetzt das Wasser aus dem Wasserkocher und stelle erstmal kochen. Es dauert meistens so ungefähr zwischen 50 Minuten oder einer Stunde. So, die Kichererbsen sind jetzt fertig. Ich habe die jetzt schon abgesiebt und gekocht habe heute die nur 45 Minuten. Ich habe die probiert und die müssen noch in die Backofen. Die sind für mich, die Konsistenz ist okay. Jetzt können wir die erstmal würzen. Und würzen könnt ihr nach eurer eigenen Geschmack und eurer Laune. Kann man oder Stückchen Butter dazu geben, bis das noch alles heiß ist. Kann das Butter dann schmelzen. Oder nimmt man Olivenöl. In meinem Fall habe ich hier noch Chiliöl. Dann gebe ich die Chiliöl. So ungefähr ein Esslöffel müssen wir schon geben. Und dann die Kräuter. So, erstmal schön drücken, dass überall Öl kommt. Dann habe ich hier Paprika edelsüß. Ich mag Cayenne-Pfeffer und das ist eine Mischung Cayenne-Chili-Pfeffer. Natürlich darf kein Knoblauch fehlen. Dann habe ich hier Pizzagewürz. Müsst ihr natürlich nicht nehmen, könnt ihr was anderes nehmen. Ich mag aber die Pizza, Kräuter und deswegen gebe ich auch ein bisschen von diesem Kräuter was rein, weil es soll zum Naschen sein. Und dann noch Mischung von den Kräutern. Hier sind Brennnessel, Petersilie, Oregano, Kornblüten, Thymian, Bärlauch, alles Mögliche. Geben wir auch schön ordentlich. Und dann, wenn ihr mögt, Sesamsamen, Sesamsamen. Duftet schon jetzt. So, und werden jetzt alles gut verrühren. Jetzt könnt ihr mal sogar so einen Esslöffel oder Ketchup oder Tomatenpaste reinmachen. Dann werden die ein bisschen so rötlicher. Das ist natürlich Geschmackssache. Ich mache jetzt die Hälfte auf dem Blech und in die andere Hälfte gebe ich ein bisschen Tomatenmark. Und wenn ihr das beim Kochen vergessen zu salzen oder so, könnt ihr auch jetzt ein bisschen Salz dazu geben. So, hier gebe ich ein bisschen Tomatenmark. Nicht viel. Könnte doch ein bisschen mehr sein. So, und geben wir auch auf den Blech. Verteilen und stellen wir in den Backofen bei 180 Grad Umluft ungefähr so für 20-30 Minuten. Müsst ihr schauen nach der Art eures Ofens und dass euch es nicht verbrennt. Behalten einfach in dem Auge. So, 30 Minuten habe ich jetzt die im Backofen gehalten. So sehen die aus. Die sind schon von außen schön abgetrocknet.
Aber innen haben die noch weiche Kern. Wir wollen auch die nicht wieder hart machen, dass wir die Zähne kaputt machen, sondern wir möchten gerne was zum Snack. Natürlich macht ihr, liebe Freunde, nach eurem eigenen Geschmack. Aber so 20-30 Minuten ist das voll ausreichend. Jetzt lasse ich die kurz abkühlen und dann kann man schon in die Schälchen reinmachen und ja, snacken. So, unser Snack abgekühlt ist. Jetzt können wir in die Schälchen füllen und ich habe natürlich schon genascht. Schmeckt sehr lecker und außerdem Kichererbsen sind wirklich sehr gesund. Die sind ein guter Fitmacher, die stärken unsere Knochen, die haben viel Protein. Wenn man Heißhunger hat, ist es perfekt, dieses Snack. Besonders wenn wir noch ein bisschen schärfer machen, dann die Schärfe und die Kichererbsen, die dienen dann zum Fettverbrennen. Ist wirklich eine sehr gesunde Alternative als Chips oder Süßigkeiten. Und die kann man immer wieder anderes zubereiten, mit einer anderen Geschmackrichtung. Deswegen ist das wirklich eine super Alternative zum Naschen. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben wir uns heute gesunde Snack zubereitet. Und ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!